Ich arbeite an einer Ausstellung über die Archäologie in Brattelen, die im Ortsmuseum dort gezeigt werden soll. Archäologie in Brattelen, das ist natürlich als erstes einmal die Grabungen, die uns Grundlagen liefern. Das ist das Wichtigste in der Archäologie. Und vor der Grabung entstehen dann im Prinzip zwei Standbeine. Das eine ist das Archiv, dort, wo virtuell festgehalten ist, was wir gefunden haben. In der Wirklichkeit ist nicht mehr vorhanden. Und das zweite sind Funde. Wir sind hier im Archiv von der Kantonsarchäologie. Da sind sämtliche Informationen von den vergangenen Grabungen gespeichert. Gespeichert zunächst in Form von so Hängemäppchen. Heute ist das meiste natürlich auf Computer und wird aber trotzdem noch in einer Papierfassung abgelegt. Das geht relativ weit zurück. Wir haben hier zum Beispiel Fundmeldung von einem Steinbeil, den Herr Duss gefunden hat, 1958, mit einer Zeichnung, mit Korrespondenz, mit einem Lageplänchen, sodass wir jederzeit können sagen können, hier an dieser Stelle ist das Steinbeil gefunden worden. Die Grabung aus jüngerer Zeit ist zum Beispiel die hier. Da sieht man, die Dokumentationen sind ein bisschen ausführlicher. Es hat Fotos dabei, es hat Tagebuch beschrieben dabei, es hat auch Zeichnungen, steigrechte Zeichnungen im Maßstab 1 zu 20 jetzt hier. So hat man eben dokumentiert bis noch in den Ende 90er Jahre. Heute ist das meiste eben alles schon auf der Grabung per EDV. Wir sind jetzt hier in dem Bereich, wo wir die materiellen Überreste aufbewahren. Das ist das sogenannte Neufundlager. Da kommen alle neuen Funde von den Grabungen rein. Die ganze Wand hier hinter mir ist verbrattelt aus den neueren Grabungen. Wir haben dort vor allem mengenmässig zwei Komponenten, nämlich einerseits Eisenschlacken aus der Eisenverhüttung, der Abfall, der dann liegen geblieben ist. Da haben wir kistenweise davon, die müssen wir dann analysieren. Und wir haben sehr viele römische Ziegel, die man recycelt hat. Man hat einen Töpferofen gebaut, zum Beispiel. Man hat in diesen Verhüttungsöfen für Eisen hat man auch römische Ziegel verwendet. Also die sind sehr begehrt als Recyclingmaterial. Von hier geht das Zeug nachher in die Wäscherei, in der Reinigung, man muss den Dreck entfernen, dann wird es angeschrieben und dann steht es für eine Auswertung zur Verfügung. Wir befinden uns hier jetzt im Konservierungslabor. Da werden alle die Funde behandelt, die eine besondere Behandlung brauchen. Also Metall, das konserviert werden muss, dass es nicht weiter zerfällt. Aber auch Sachen, die restauriert werden. Das heisst, müssen ergänzt werden, müssen zusammengesetzt werden. Zum Beispiel für Ausstellungen. Wir haben hier Säulenbasis aus der Villa Kästeli in Brattelen, wo wir jetzt schauen, was wir noch zusammensetzen können bis zu dieser Ausstellung, was geht, was nicht geht, wie denn das am Schluss aussehen wird, das müssen Sie in dieser Ausstellung selber schauen. Wir werden einen Haufen originale Funde sehen dort, die man sonst noch nie in der Öffentlichkeit gezeigt hat.